Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde von Pioneers auf Pangonia. Vielen, vielen lieben Dank, dass ihr alle wieder dabei seid und mich hier unterstützt. Vielen, vielen lieben Dank, dass auch du wieder hier bist und mich unterstützt. Ich habe schon in der letzten Folge gesagt, also ne, ich wird so langsam, jetzt geht's so langsam ans Eingemachte hier. Kuschelrock ist vorbei. Ja, also jetzt ist hier Heavy Metal angesagt. Das wird heftig. Unter Umständen. Ich hör die da schon kichern die ganze Zeit. Und jo, immerhin sind meine Leute relativ fix dabei. Da muss ich irgendwelche. Ich setz den mal da so hin. Und ja. Fokuspunkt. Den setze ich mal da so hin. Und dann schauen wir mal, was uns da so erwarten wird. Achso, gar nicht wahr. Nee, mit dem Fokusbooster. Muss ich vorsichtig sein. Nee, das ist der Deckerposten, das ist schon in Ordnung. Hilfe! Den will ich. Fokuspunkt. Erstmal hier hin. So. Sorry, Leute. Tut mir leid, dass ich euch so durch die Gegend scheuche, aber. Wieso ist der Fokuspunkt denn von dem jetzt wieder? Verstehe ich nicht. Jetzt irgendwie das wohl wenig funktioniert. Keine Ahnung. Vielleicht war ich da zu forschend, hab den das so zu weit ins Landesinnere gesetzt. So, wir haben hier immerhin schon mal eine Möglichkeit. Holz zu gewinnen, allerdings haben wir da auch Probleme. Ich bräuchte dann vielleicht eine Jagdhütte. Wäre das eine mögliche Herangehensweise? Was ist denn hier los? Mach das mal so. Wobei ich jetzt nicht hundertprozentig weiß, ob die Jäger mit den Wildschweinen da klarkommen. Da bin ich mir nicht sicher. Nein, Mann, das konzentriert dich. Achso, das geht eh nur in diese Richtung. Ja, gut. Aha, interessant. Ja. So, immerhin die Holzproduktion läuft. Hier Fokuspunkt setzen. Da so hin. Und eventuell. Hier noch einen Wachturm hinsetzen. Wird das alles ein bisschen seltsam, gebe ich zu. Aber Dinge müssen sein. So. Ich hoffe, ich habe genügend Leute dafür. Moment. Soldaten, Militär habe ich so noch gar nicht. Ne? Veteranenwache, ich mach mal hier. Ich mach die hier mal alle an. Damit ich da Übersicht habe. So. Ah, sehr cool. Stein. Das sieht zumindest nicht verkehrt aus. Forsthaus muss ich irgendwann noch setzen. Das wäre auch ratsam. Ja, ich sehe gerade in. Fehler, die ich da gemacht habe. Fehler in Anführungsstrichen. Ich würde. Da warte ich erstmal, bis die Dame da weitergelaufen ist. Bezüglich des Transports, den sie davor hat.
tut mir leid, aber das musste jetzt sein. So, Steinmetz, beziehungsweise Steinbruch erstmal. Den würde ich ganz gerne hier hinsetzen. Steinmetz brauchen wir auch. Der passt dann hier so hin. Und dann können wir die Wege wieder setzen. Zack. So. Okay. Ja, war jetzt okay, nicht ganz so toll, was ich da gemacht habe, aber okay, wir haben es noch gewuppt bekommen. Noch mehr Fehler dieser Art und ich kriege gar nichts mehr gewuppt. Was hier mit der Jagdhütte? Ah, die halten die netten kleinen Tierchen da im Zaum und so. Ich würde auf jeden Fall hier eine Holzfüllerhütte hinsetzen möchten, wollen, tun. Die sich dann hier rum kümmern und zwar alles abholzen, was irgendwie machbar ist. Der bitte sehr. Nein, das ist falsch. Hä? Ach, das ist das Sägewerk. So. Und das haben wir. Da habe ich keine Leute mehr für, ne, so wie das aussieht. Idee, wobei die sammelbaren Produkte sind noch nicht in Reichweite, das muss warten. Fischerhütte, bla, Jagd, habe ich, Gemüsefarm wäre eine gute Sache, demnächst Brunnen, Windmühle, Bäckerei, so, kleines Wohnhaus, Wohnhaus, Proviantmacher, Markt, Brunnen, Marktstand, Taverne. Da habe ich noch nichts für. Ich würde aber trotzdem schon mal hingehen wollen. Oh, da habe ich verklickt. Und hier irgendwo schon mal mit den Wohnhäusern anfangen. Erstmal so drei. Warte. Ich verbrauche hier zu viel Farmland. Die setze ich woanders hin. Hallo? Nahrung? Falsch. Komm schon wieder ins Schwimmen. So. Hier kann man meinetwegen gerne eins hinsetzen. Da geht das hier noch eins hin. So. Dann machen wir das erstmal so. Unsere ersten drei Wohnhäuschen. So, was ist hier los? Ach, der will jetzt schon Stärkungsmahlzeiten. Ja, das finde ich ja lustig.
bitte nur das. Dann hier, bitte schön, ran. Stärkungsmahlzeiten ist das Stichwort für... Habe ich da jetzt überhaupt die entsprechenden Materialien noch für? Fragen über Fragen. Okay, hier fallen schon mal sehr schön die Bäume, das ist cool. Puh. Jetzt wird es aber heftig. Meine. Die Musik ist neu. Kommen wir nicht mit neuer Musik. Die kann ich nicht einordnen, da werde ich nervös. Taverne. Eine Taverne soll es sein. Ich brauche Felder, ich brauche die Marktstände. Also ich brauche die Sitzplätze so. Und wir wissen ja jetzt, Gott sei Dank, die muss jetzt nicht unbedingt in der Nähe von den Häusern da stehen. Die kann also durchaus hier irgendwie ihren Niederschlag finden. Ich muss halt nur die Marktstände da irgendwie unterbringen und was dazugehört. Uha. Hier will es gut geplant sein. Ob das da eine gute Idee ist, die ich da gerade hatte, da bin ich mir nicht so sicher. Da wäre nee, so. Ich würde das mal ausprobieren wollen. Einen Weg habe ich ja. Setz die Taverne hier hin. Drei von den Dingern. Bin jetzt gar nicht so sicher, brauche ich da einen Weg für. Ich mache mal vorsichtshalber ein. Okay, das geht nicht. Das ist nicht gut, dass das nicht geht. Weil dann sind die Esstische nicht erreichbar. Moment, der ja, aber die... Moment, dann geht es vielleicht doch. Ein Moment, Augenblick. Gucken wir mal. Ja, okay, okay. Marktstände. Nahrung, ich bräuchte einen Proviantmacher. Früher oder später. Oh, ich sehe gerade, die haben dann doch noch das bekommen. Wir haben wohl da noch. Ah, es ist nicht, brennt nicht ganz so sehr. Ja, egal. Warte, ich habe das, habe ich. Dann bastel ich da schon mal die Taverne hin. Marktstände. Da brauche ich diesen Marktbrunnen. Der würde. Na komm. Nee, nicht. Der würde hier funktionieren, das braucht er. Ganz normalen Stein, okay. So. Ich weiß, das ist alles ein bisschen schnell jetzt hier, Schnellschuss. Ich bin mir auch gar nicht so sicher. Vielleicht sehe ich ein bisschen zu sehr schwarz, als die Situation. Tatsächlich ist, aber gebranntes Kind scheut das Feuer. Wir haben hier Kalkstein, wir haben hier Stein, das ist schon mal cool. Tatsächlich nur das Kohle. Hier ist auch Kohle. Ich sehe noch keinen Ärger. Und auch das sieht friedlicher aus, als ich es erst so im Gespür hatte. Was cool ist.
das friedlicher ist und aussieht und überhaupt. Da haben wir Kupfer. Es gibt mir etwas Handlungssicherheit. Wenn ihr versteht, was ich meine. So, Fokuspunkt. Nee. Den meine ich. Den setze ich jetzt mal da so hin. Weil hier ist erstmal soweit alles klar. Im Wesentlichen. Ja. Okay. Steinmetz, die sind dabei. So. Was vielleicht auch nicht verkehrt ist, was man schon mal machen sollte. Auf jeden Fall das ein oder andere Lager einplanen. So, der soll Holz einlagern und das darf Nadelholz sein. Der soll ebenfalls Holz einlagern und dann Laubholz. Da hier jetzt ein Lager, würde ich jetzt erstmal sagen, nein. Nur wenn es unbedingt sein muss. So, ja, der Proviantmacher. Proviantmacher, den würde ich ganz gerne auch noch hier irgendwie unterbringen, wenn es geht. Sehr gerne hier, da sagt aber das Spiel nein, will ich nicht. Der nimmt natürlich sehr viel Platz in Anspruch. Mecker, Mecker, Zeter, Zeter. Der Baum ist da weg. Das wäre sehr hilfreich. Jo. Okay, passt. Einen Augenblick. Ja, da geht er. Oh. Gegnerisches Lager wurde entdeckt. Die sind gar nicht mal so furchtbar weit entfernt von uns. Es ist zwar ein Stückchen, aber. Ja, ich brauche Holz. Ich brauche auf jeden Fall ein Forsthaus. Den würde ich hier ganz gerne irgendwo unterbringen. Da passt nichts mehr hin. Dann muss es wohl hier sein. Gefällt mir nur bedingt. Aber dann ist das so. Bäume gerne da pflanzen, vielleicht sogar noch ein Stückchen weiter weg. Pagonisches Dorf haben wir auch entdeckt. Wir werden auch schon angegriffen. Nicht so gut. Was lasse ich mal. Ah, der braucht dann auch noch einen Brunnen, stimmt. So, ich mache den Pinoreck mal da so hin. Und wir brauchen einen Brunnen. Brunnen. So, Nandos nicht irritieren lassen. Mach du einfach dein Ding hier weiter. Setze ich immer so einen Brunnen hin. So. Okay, da fallen die Bäume.
Und vielleicht sollte ich hier noch einen weiteren Esstisch hinsetzen. Da 4 Stück von habe. Hallo? Mach das erstmal so. Ach gut. Moment, Moment, das mache ich dann anders. Das mache ich kurz anders. Moment, Konzentration, Konzentration. Okay. Ich sehe da noch einen hin. Einen Moment. So, ach ja, der Proviantmacher war ja immer noch Thema. Da wird gerade das Forsthaus hochgezogen. Nahrung, Proviantmacher, wo bist du? Da. Den kriege ich jetzt hier hin, das ist cool. So, wieder ein zu viel. Reißen aber sofort. So, Proviantmacher ist am Start. Dann wäre eine Gemüsefarm vielleicht keine schlechte Idee. Die können erst einmal pausieren. Und dann hoffe ich mal, hier mal eben. Ich schicke die auch mal eben kurz in die Pause. Augenblick, Augenblick, Augenblick. Will ich da noch irgendwas hin? Ah, das ist cool. Ach, das geht jetzt nicht mehr. Das ist nicht so schön. Kann jetzt. Moment. Beliebige. Ach so. Ah, da unten ist es. Ah, alles klar. Das habe ich nicht. Das ist ein bisschen schlecht angebracht. Das sieht man so schlecht. Aber. Besser als nichts. Es geht. Man kann es anklicken. Man muss nur ein bisschen genauer hingucken. Dann sieht man das Ding da unten. Gerade so noch. Ja, das ist hier schon ein bisschen herausfordernd, aber oder mir kommt es zumindest zuvor. Vielleicht mache ich mir auch mehr Panik, als die ganze Situation hier eigentlich erforderlich macht, ist wie auch immer. Wir werden es erfahren, wie es denn hier weitergehen wird mit unserem netten kleinen Örtchen, aber erst ab der nächsten Folge. Ich danke für eure Unterstützung, ich danke für deine Unterstützung und wir sehen uns dann hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Bis dahin wünsche ich euch immer alles Gute. Und genießt die Zeit.